sind genau die Länder, die ich mir wünsche. So, dann noch Shiva. Ist schon weg. Sie garantieren Scheiße nicht mehr und sind grauenhaft das Bündnissystem hier alles komplett. Okay, was ist das? Wir gehen mal noch weiter übers Limit. Wir haben die Kohle, wir können übers Limit gehen. Man muss auch mal 110% laufen, um der KI zu zeigen, wer der Boss ist. Ja. Ich muss wieder Provinzen ausbauen. Dafür zu viele Punkte. Irgendjemand tauscht die Karten heftig an. Also ich habe so viel Karma, also egal. Ich kann eh nichts angreifen, von daher. Ich muss nur weit genug vorrücken, um eine Provinz einfordern zu können. Also nicht viel, aber es reicht mir. Wäre natürlich einfach, wenn ich Gujarat den Krieg erklären könnte. Aber da kommt Sindh noch mit. Ach, gib mir mal die Kohle hier. Die brauche ich gerade schon so ein bisschen. Also mehr Handelsding bauen, haben wir gesagt. Okay. Sieht aus, Vasalisierung? Nee, wird nicht besser. Dann machen wir heute überhaupt. Das ist alles so ein bisschen schleppend heute. Wie gesagt, ich bin nur am Gebäude bauen, also. Ich habe auch nicht viel gemacht. Oh, mir ist egal. Wie immer. Ja, die sind mir alles egal. Ich habe hier gerade ein Problem die ganze Zeit schon. Kein Geld? Nee, diesmal nicht. Diesmal ist es was anderes.
Ich hab ganz oben bei Stufe 1 bei Regierung die staatlose Gesellschaft genommen. Und? Da habe ich jetzt einen Regierungslimit-Modifikator von minus 99%. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, sehr gut. Minus, was? Minus 99%? Ja. Ja. Du kannst ja gar keine Staaten mehr gründen. Das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, du bist dann irgendwie Horde oder sowas oder keine Ahnung, was du da machen kannst. Mit. Ja, stateless. Der Staat ist ein Stamm. Er ist endlich Kommunist. Ja gut, aber dafür kriegt er heftige Bonis, wa? Moral, Armeen. Ja, aber das... Ich bin da über Regierungslimit. Das ist halt scheiße. Ja, da kriegst du einen Haufen Expansionsscheiße. Ich bin teuer. Ja. Änder's halt wieder. Kostet nur 50 oder so. Kann ich nicht. Ist locked. Oh, das ist locked? Okay. Also komplett locked oder hast du da noch nicht die Punkte dafür? Da muss er denn bis zur letzten Reform oh mein kommen. Gott. Guck mal hier, da stehst du ja, wenn du draufklickst, ganz unten denn, kannst du reformieren in Republik, Monarchie. Oh. Oh. Mhm. Ich glaube, ich bin am Arsch. Könnte ein bisschen dauern, bis du soweit bist, Delphine. Ist er hier bei Tier 16 ist das Säkularisation. Da kannst du dann wählen zwischen. Ja gut, das könnte wirklich noch ein bisschen dauern. Grounded Ruler, also Land wird eine Monarchie. Das Problem ist halt auch, die ziehen mir total Rekrutenreserve ab. Also Minus krieg ich. Natürlich, weil du über das Limit bist. Das haut richtig, ist richtig kacke. Ja. Rekrutenlimit? Ich. Ach, doch, ja, da musst du wohl deine Provinzen entstarten, wa? Ja, einfach mal ein paar Provinzen, einfach mal ein paar Staaten. Also alle Staaten wahrscheinlich. Außer die Hauptstadt. Danach hast du keine Armee mehr, weil du danach ein Truppenlimit von 2 Einheiten hast. Aber das bleibt dir übrig, weil also die Bonis, die Mali werden dich jetzt auch ziemlich reinhauen. Ach nö, keine Seuche. Ja, frisst immer schön Entwicklung, ne? Ja, ist zu kotzen. Ja, geht dich jetzt bald irgendwann die Pest los? Nee. Gibt's hier überhaupt die Pest? Ich weiß es nicht. Also, wollte das Nightmare, war das irgendwie 1300 irgendwas, glaube ich. Oder was? Oh, das war ja auch nervig, ey. Du hast hier so gut entwickelte Provinzen gehabt und die Wunder so auf 1 runtergebombt dadurch, ey. Ja, und die Crew-Reserve kannst du ausgeben und so. Ja. Ohne Ende, ja. Oh, 50.000 Männer deiner Manpower sterben. Immer diese Events denn. Darf ich laden, wenn ich jetzt hart scheitere? Na, speicher vorher. Hab ich gemacht. Nochmal. Nochmal? Aber ich hab hier ein schönes Event bekommen, dass ich 600 Gold bekomme. Okay, ich speicher nochmal. Also das würde ich schon gerne behalten. Ich speichere nochmal. Okay, gut. Ah, Krieg erklären. Ui, Shane. So, jetzt muss ich mal kurz hier... Hallo, würdest du die Truppen mal auswählen? So, das müssen wir schnellstmöglich besetzen. Oh, Honky Tonk macht hier auch Blitzkrieg. Ich muss nur eine Provinz erobern. Ach, um das. Die Entscheidung zu bekommen hier wegen dieses Schlachtakt. Ja, damit ich das Dingens gründen kann.
Okay, habe ich alle Truppen in Marsch gesetzt? Ich habe nicht in Marsch gesetzt. Moment, ich kann meinen Verbündeten rufen, aber eben hat er noch, stand er noch, dass er sich weigert. Okay, rein damit. Da haben wir noch mal mehr Truppen, das soll er doch jetzt hinhauen. Zerschlagen wir die feindlichen Heere. Ah! Also die Schlacht schaffen wir? Schaffen wir die Schlacht? Ich schiebe lieber nochmal nach. Immer noch im Holzbrikett nachschieben. Ich. So siehst du deine Menschen, ne? Ein guter Soldat ist wie ein Holzbrikett, kann man immer verfeuern. Jetzt hier. Wir setzen erstmal Gujarat komplett und dann können wir das schon mal direkt aus dem Krieg rausdrücken und dann haben wir schon mal viel erreicht. Ja, ah, und die kümmern sich erstmal um meine Vasallen da unten, das ist nicht relevant so wirklich. Meat Shields. Hier ist schon mal schön Ablenkung, ich weiß, was ist. Hat viel Schönes. Welche Religion haben die denn? Jain? Die falsche. Na, das ist ja religiöse Mali denn. Ja, Moment, wieso sind das denn nicht angenommen? Ich dachte, ich hätte das jetzt schon besetzt. Wunderbar. Schieben wir die mal rüber. Du bist mal nach da. Gut, wenn die da unten sich um meine Vasallen kümmern, kann ich oben ihr Land erobern. Das ist. Da kommt auch schon so ein bisschen der Rest meines traurigen Verbündeten rüber. So, die lasse ich mal wieder aufladen. Die kann ich nicht weiter beziehen, gell? Monate möchte ich nicht Geld ausgeben, um jemanden zu bekehren, bei aller Liebe, nein. So, mal ein bisschen die Truppen besser aufstellen, dass die sich nicht hier so hart fressen. Oh wow, da unten steht halt echt der gesamte Mob von denen. Belagerung gewonnen. Ja, wütender Mob, ja. Ja, das ist schon unangenehm, was da steht da unten, sag ich mal. Bangkok, Bangkok, was ist das für ein Ort? Ach, das ist der Ort. Den Spion sehe ich genauso. Moment. Ich habe hier Punkte, die ich ausgeben kann, ich Idiot. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Okay. Aber ich mache noch Pause. Sollten wir nicht mehr tun. Wobei, Moment, ich müsste noch mal Pause machen. Krieg macht alles so ein bisschen langsam. Ach, jetzt.
meine Generäle. Lass mal meine Generäle suchen. Ich hoffe, ihr habt es nicht mehr eilig. Jetzt ist hier Stillstand angesagt. Ach, richtig. Frieden wollte ich schließen. Frieden verhandeln. Wenn ich mir mal ordentlich gönne, kriege ich ordentlich Koalition gegen mich. Verstehe. Ich habe so lange nichts mehr erobert und bekomme trotzdem Koalition gegen mich. Ach, das kannst du dir alles nicht ausdenken. Ach, egal. No, no West, no fun. Drei. Drei. Fünf. Fünf ist nicht gut. Ja, dann nehme ich mir halt nur drei Provinzen. Video kann ich leider nicht erzwingen. Ja, dann nehme ich mir noch die ganze Kohle. So haben wir schon mal was erobert. Boah. Kostet ja fast nichts, das Ziel. Puh. Okay, war ich? Ach ja, richtig. Krieg führen und so, ne? Wieso stehst du eigentlich hier und nicht da? Und nicht da hin kannst du stehen. Zieh dich mal zurück, wenn du nicht dahin kannst. Ach, die verheizen sich ja nur, wenn ich die da stehen lasse. Ja, und dann müssen die nicht weiter rumlaufen. Nicht genug Punkte. Moment, das ist auch eine Festung, sehe ich jetzt erst. Komm mal durch, zurück. Oh. Kommando zurück. Schickt ihnen, was sie brauchen. Ach, Belagerung gewonnen. Perfekt. Forken. Armee zerschlagen. Das schaffst du, das schaffst du. Hoffe ich doch. Schieben wir die mal da runter. Ah, perfekt. Alva. Kann ich meine Truppen mal alles nach da unten schieben. Nee, das wollen wir nicht. Solider Krieg bisher. Passiert mal was. Verrückte Sache, ich weiß. Kaum zu glauben, dass hier noch Dinge passieren. Bewegst du dich mal, danke. Kranker Scheiß, hier passieren Dinge. Stell dir mal vor, ihr spielt ein Spiel und dann passieren da Dinge. Ja. Problem ist, die sind jetzt ziemlich durch mit meinen Vasallen da unten, das heißt, die kommen jetzt langsam hoch. Ach, Performance hier schon wieder überall. Pune-Belagerung gewonnen. Alles hier. Oh Gott, ich habe schon über die Hälfte meiner Reserve durchgebracht.